einen wunderschönen Moment. Heute treffe ich mich mit der Lisa. Sie ist Trainerin vom Norbikov-System und ja, ich habe ja schon auch viele Wunder im Leben erlebt und heute wollen wir einfach mal über diese Wunder sprechen, ob die auch jetzt eben mit der Intuition viel zu tun haben. Und da möchte ich die Lisa einfach mal gerne dazu befragen. Herzlich willkommen. Hallo Timo. Ja, die Intuition. Intuition ist ein Wort, was eigentlich nur unser Verstand braucht. Jetzt auf der anderen Seite gibt es eine gigantische Welt mit Abermilliarden von Galaxien, mit Abermilliarden von Sternen und Planeten. Und unser Verstand kann das überhaupt gar nicht fassen. Und in der anderen Welt, da gibt es keine Zeit und keinen Raum. Es ist alles hier und jetzt. Nur wir als Mensch, wir brauchen diesen Verstand. Wir brauchen ihn, um alles zu verstehen, zu analysieren, alles logisch zu sehen. Ja? Und da sind die Begrenzungen, das sind Beurteilen von anderen Menschen, da ist die Logik. Und wenn man fragt, ja, was ist denn besser? Die Intuition oder die Logik? Nun, dann stellt sich auch wieder die Frage, was ist besser, die rechte Hand oder die linke Hand? Beides ist wichtig. Wir brauchen die andere Welt, wo wir mit einem Wort bezeichnen, Intuition oder innere Stimme oder Bauchgefühl oder eine Eingebung, plötzliche Eingebung oder wie du das schon gesagt hast, ein Wunder. Ja? Und nur wenn wir mit unserem inneren Blick nach innen schauen, in unsere eigene Stille, da werden wir unsere eigene Bestimmung. Für was bin ich auf dieser Welt? Was muss ich als nächstes tun? Richtige Entscheidung zu treffen im richtigen Moment. Und leider ist dieses Wissen, dieses Gefühl, ist verloren gegangen. Und als Kind sind wir ja schon intuitiv auf die Welt gekommen. Noch nicht einmal, nicht wir haben Intuition, sondern wir sind die Intuition. Nur leider ist es verschüttet worden mit der Zeit. Und es gibt einen Zugang dazu, Zugang zu dieser Intuition. Ja, das ist wirklich ein absolut spannendes Thema. Das kann auch jeder Ja. mit Sicherheit nachvollziehen, was da passiert. Wie ist denn das geschehen, dass wir wirklich jetzt so als Menschen gar nicht mehr so auf unsere Intuition hören können? Ja, wir kommen ja aus der Industriezeitalter, wo alles nur auf das Materielle ausgerichtet war. Das sind alles maschinell, sind alles die Meinungen vorgelegt worden. Uns ist es aufgezwungen worden. So musst du denken und so ist es richtig. Wir sind wie eine Masse mit dem Strom, schwimmen mit dem Strom. Und schon als Kind waren wir intuitiv. Wir haben intuitiv genau die richtige Menge gegessen, genau das Richtige gemacht, ja. Und mit der Zeit ist es uns abhanden gekommen. Das kommt schon von der Erziehung. Wenn das Kind zum Beispiel sagt, Mama, ich habe Hunger, ich möchte essen. Nein, mein Schatz, du möchtest schlafen. So. Und so verlieren wir uns, wir driften uns ab von uns selber. In unsere westliche Kreisen, da ist alles laut geworden. Das sind die Medien, das sind die Städte, das sind laute Autos, das sind Meinungen anderer Menschen. Überall blinken die Lichter, Schaufenster. Und wir hören unsere eigene Stimme nicht, unsere eigene Bestimmung. In der Natur ist es wesentlich leichter, zur Ruhe zu kommen und sich mit der Natur verbinden, um einfach zu fühlen, die richtigen Entscheidungen zu treffen, unsere eigene Bestimmung. Ja, sehr schön. Ja, wie kann man denn diese Intuition dann wieder aktivieren? Gibt es da Trainingsmöglichkeiten, die man da ausführen kann? Ja, es gibt viele, viele Möglichkeiten, unendliche Möglichkeiten, wie wir unsere Intuition trainieren können. Das gibt zum Beispiel, indem wir uns Fragen stellen. Ganz spielerisch.
spielerisch unsere Fragen. zum Beispiel, welches Auto kommt von hinten? Ja, ist es schwarz oder welche Farbe hat es? Wie viel Zeit brauche ich von zu Hause bis zum Büro? Wenn das Telefon klingelt, wer ist es jetzt dahinter? Wir wissen das, unser Unterbewusstsein weiß es. Ja? Nur wir trainieren diesen Zugang. Dann gibt es noch die Möglichkeiten, wunderbare Möglichkeiten mit solchen Intuitionkarten, das sind schwarze und weiße Karten. Und wir können trainieren, indem wir fragen, zum Beispiel, man nimmt den Stapel in die Hand und man fragt sich, welche Karte jetzt kommt. Ja? Ist es schwarz oder ist es weiß? Und ohne zu analysieren, ganz schnell, der erste Impuls ist schwarze oder weiße, so, dann triffst du eine Entscheidung und wenn du richtig gefühlt hast, aha, es ist die schwarze Karte, so, und dann machst du weiter, ohne logisch, ohne nachzudenken. Und irgendwann ist es immer mehr und immer mehr. Und das verhilft einem im täglichen Leben dann die richtige Entscheidung zu treffen. Das verlagert sich praktisch in unser Leben. Mit Hilfe von solchen Intuitionkarten trainieren wir dazu den Zugang, den Schlüssel zu unserer inneren Welt, zu der Intuition. Also das ist dann sehr viel auf unterbewusster Basis. Genau. Eben mit dem Verstand keinen Zugang erlangt, sondern nur eben in sich quasi ausmachen musste, diese leise Stimme wahrnehmen. Und die kann in aller möglicher Form auftreten. So ist es so. Genau, wir können das trainieren im täglichen Leben. Und genauso wie wir den körperlichen Muskel trainieren, wie den geistigen Muskel trainieren, wir trainieren unsere fünf Sinne, unseren Geschmack, Sehsinn, Hörsinn, Spürsinn und so weiter. Und genauso können wir auch diese Intuition trainieren, wieder unsere eigene Bestimmung. Ja, wunderbar. Also ein sehr, sehr spannendes Thema, was, glaube ich, auch für die Menschen sehr, sehr wichtig ist, dass sie diese Intuition aktivieren, eben um, wie du sagst, für ihr Leben wieder bessere Entscheidungen zu treffen, stimmiger zu leben und ja, mehr Wunder wieder zu erleben. Genau, mehr Wunder erleben. Und da gibt es auf der Norbeckersystem Homepage www.norbeckersystem.com. Da gibt es auch Seminare und Webinare, um die Intuition zu trainieren. Ganz wunderbar. Also dann danke ich dir mal ganz herzlich für diese schönen Informationen und alles Liebe. Namaste. Auf eine wunderbar gut funktionierende Intuition, dass das Leben richtig viel Freude macht und viel Wunder beschert. So sei es.